Kymco CV3 550i ABS Euro 5. Endlich eingetroffen. Beginnen wir erstmal mit den technischen Daten. Das Fahrzeug hat eine Länge von 2,14 Meter, eine Breite von 80 cm und eine Höhe von 1,48 Meter. Die Sitzhöhe beträgt 795 mm. Das Gewicht fahrfertig 282 Kilogramm. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 447 Kilogramm, was einer Zuladung von 165 Kilogramm entspricht. Die maximale Leistung von 37,5 kW, 51 PS, liegt bei 7500 Umdrehungen an. 52 Newtonmeter, allerdings bereits schon bei 5750 Umdrehungen. Der Tankinhalt beträgt 15,5 Liter, der Verbrauch nach EU-Norm 4,8 Liter. Bereifung haben wir vorne 110, 70, 13 und hinten in der gleichen Größe wie beim AK 160, 60, 15. Die Radführung vorne ist jeweils rechts und links mit einer doppelten Führung Gabelbeinen ausgestattet mit 37 mm Standrohrdurchmesser und wird im oberen Bereich mit Hebeln, Umlenkhebeln geführt. Das Fahrzeug ist selbstverständlich ausgestattet mit kompletter LED-Technik, Scheinwerfer, Standlicht, Blinker, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung. Im Vergleich zum AK 550 ist die Bereifung nicht mehr Metzler als Erstausrüster, sondern ein Maxxis-Reifen. Der Antriebsriemen wurde im Vergleich zum AK 550 schmäler ausgeführt, und zwar um 12 mm in der Breite, was den Leistungsverlust vom Motor zum Hinterrad reduziert. Es gibt auch komplett neue Schaltereinheiten. Hier die linke Lenkereinheit mit der Bedienelement für den Tempomat, Fernlicht, Abblendlicht bzw. Lichthube, Blinker, Hupe im vorderen Bereich, der Knopf für den Regen- bzw. Power-Modus. Dazu später im Cockpit, und die Griffheizung ist jetzt nach unten gewandert. Rechten Seite das Bedienelement für das Notor, den Notschalter für die Sperre des Fahrwerks, wenn man das Fahrzeug an der Ampel abstellt, ohne dass man die Füße dabei auf den Boden stellt, Warnblinkanlage und Anlasserknopf. Im mittleren Bereich unterhalb des Lenkers finden wir Bedientasten für das Menü, die Sitzbank elektrisch zu öffnen, den Tageskilometerzähler und für die Lenkradsperre. Der Bedienknopf für das nun wesentlich einfacher zu bedienende Keyless Go sitzt jetzt oberhalb des Lenkers mittig in der Verkleidung, und es bedarf nur ein Knopfdruck, um die Zündung einzuschalten. Beide Bremshebel wie gewohnt verstellbar, Hauptbremszylinder allerdings nicht mehr von Brembo, sondern in der guten Kymco Qualität. Das Windschild ist verstellbar, exakt wie beim AK 550, auf zwei verschiedene Positionen, allerdings benötigt man dazu Werkzeug. Das Display wurde komplett neu gestaltet, mit einer Sonnenblende versehen. Dazu besteht noch die Möglichkeit, mit dieser Schraube die Neigungswinkel des Displays zum Fahrer hin zu verändern. Das Öffnen der Sitzbank erfolgt über einen Knopf in der Mittelkonsole, einen Drucktaster, der die vordere Sitzbank, quasi das Helmfach, elektrisch öffnet.
Helmfach ist etwas kleiner geworden als beim AK550, aber ein Integralhelm passt hier rein. Unter der vorderen Sitzbank befindet sich auch der Tankdeckel sowie die Entriegelung für die hintere Sitzbank. Um die hintere Sitzbank zu entnehmen, drücken wir diesen Hebel und können dann das hintere Sitzbankteil komplett demontieren. Das dient dazu, um hier eventuell Gepäck zu transportieren bzw. als Vorbereitung für das von Kymco original angebotene Topcase für den hinteren Bereich. Damit man hier dieses Schloss nicht sieht, kann man eine Blende einsetzen. Und das Ganze sieht dann so aus. Die Fahrerrückenlehne ist in verschiedenen Positionen einstellbar. Unter diesem Fach unterhalb des Sozus-Sitzes befindet sich jetzt auch die Batterie. Dazu auch ein späteres Video bzw. Fotos im Anhang an dieses Gesamtvideo. Nun zum Cockpit. Es fällt auf die völlig neu gestaltete Anordnung der Anzeigen im Vergleich zum AK550. Das blinkende Zeichen unterhalb ist für die Arretierung der Neigungsmechanik vorne und kann am Lenker per Knopfdruck bedient werden. Auf der linken Seite das Drehzahlmesserband, darüber der Power-Modus. Dabei wird das Cockpit rot hinterleuchtet. Und im Regenmodus blau, Rain Mode. Darüber befinden sich die Gesamtwegstreckenzählung, die Geschwindigkeitsanzeige, der Durchschnittsverbrauch Liter auf 100 Kilometer, darüber die Tankanzeige, die Tankfüllmenge und oben drüber die Anzeige für den Tempomat. Links daneben die Uhrzeit. Das Nodoe-Display, der Standard-Tacho, der nicht geändert werden kann. Im unteren Bereich unter dem Kymco-Logo sehen wir zwei Punkte. Da kann man einmal über den Schalter am Lenker anzeigen lassen, dieses Display. Oder man kann diese verschiedenen Anzeigen, zum Beispiel Fahrinfo, wie lange die Fahrzeit war und die Entfernung bzw. das Nodoe-Display. Üblicherweise im Nodoe-Display können Sie Fotos einbringen. Ja. Oder sich die üblichen Tacho-Displays in der Nodoe-App herunterladen. Die Anzeigen von Wetter oder eine andere Uhr einblenden. Griffheizungsanzeige befindet sich auch im Display, jetzt im unteren Bereich neben der Arretierung für die Fahrwerksneigung zu erkennen. In drei verschiedenen Stufen, wie gewohnt vom AK550. Noch etwas zu dem Bedienknopf unterhalb des Lenkers mit der Bezeichnung Menü. Mit diesem Knopf kann man im Display noch weitere Informationen abfordern bzw. verändern. Hier besteht die Möglichkeit, die Helligkeit des Displays zu verändern, den Tageskilometerzähler A und B zu löschen, den Reifenluftdruck vorne und hinten
zu verändern, den Durchschnittsverbrauch, die Batteriespannung, die Außentemperatur, Gesamtwegstrecke, Tageskilometerzähler A und B zu rufen. Jetzt noch ein kleines Video über die Beleuchtungseinrichtung. Im Moment zu erkennen lediglich das Stand- oder Tagfahrlicht im vorderen Bereich. Und nun mit eingeschaltetem Abblendlicht. Blinker anzeigen. Rücklicht. LED. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Soundcheck, wobei der Sound sich nicht unterscheidet zum AK 550. Kymco CV3 550i ABS Euro 5.